Moinsen, ihr Füchse und Füchsinnen da draußen. Ich bin euer Blaufuchs und begrüße euch wieder recht herzlich zurück hier zum Mass Effect Andromeda. Wir machen uns aktuell auf, ein paar Waren zurückzuorganisieren aus den Fängen einer Ex-Frau. Ne, es ist immer noch eine Frau, Ex-Freundin. Von dem guten Typen, dessen Namen ich mir nicht merken kann. Rayleighs oder Rileys oder so. Und ich glaube, wir können sogar schnell reisen. Da müssen wir gar nicht hinfahren, denn wir waren schon mal da. Guck mal. Schnellreisen ist während des Kampfes deaktiviert. Ach, wir sind im Kampf. Wusste ich gar nicht. Banner. Na dann. Dann doch kein Schnellreisen mehr. Oh, warte. G und R. In diesem Gebiet können Ressourcen abgebaut werden. Ah, ist vorbei schon. Sie können mit ihrem Abbauinterface Mineralien extrahieren. Mineralien sind extrahiert worden. Juhu! Da unten. Oh nein. Hallo. Ist mir egal. Ich will nur da hoch. Ich wäre auch da oben gewesen, wenn ich nicht aus und runtergeballert wäre. Voll dumm. Hier ist niemand. Das Treffen ist wohl schon vorbei. Sehen wir uns mal um. Vielleicht hat sie ja etwas zurückgelassen. Schauen wir nach Spuren. Oh, ist ja einiges passiert. Also. Erstmal haben wir hier Lithium. Das ist ja schon mal eine schöne Sache. Dann sehe ich hier ein Kabel. Was ist das? Sieht aus wie eine Konsole oder so, ne? Mal eben checken. Na dann, mal los. Sie wissen schon, dass Schalter auch Dinge zum Explodieren bringen können? Der hier war okay. Es ist auf jeden Fall nichts explodiert. Das ist doch schon mal eine schöne Sache. Gehen wir zum toten Briefkasten und dann schauen wir mal. So. Oh. Die sind nie allein unterwegs, ne? Sind immer zwei. Oh, Leute, ihr müsst doch aufpassen, wo ihr hinschmeißt. Ihr könnt mich doch treffen. Ich als Mensch bin ganz weich. Rack, hast du letztens erst noch selber gesagt, dass es mutig ist, so weich zu sein. Und daher haben wir ein Datenpad drin. Reyes, ich habe ein Datenpad mit einem NAV-Punkt gefunden. Vermutlich versteckt Sia dort die Fracht. Sie hat das Ding wahrscheinlich für den Käufer zurückgelassen. Klingt übertrieben kompliziert. Was ist nur aus dem guten alten Brauch geworden, einfach in ein Geschäft zu gehen? Sloan bekommt von allen offiziellen Verkäufen in Kadara einen Anteil. Man muss schon kreativ werden, wenn man das umgehen will. Haben Sie irgendwas gefunden? Der Salarianer ist ein Hehler, ohne direkte Verbindung zum Kollektiv. Ich vermute, dass Sia ihn getroffen hat, um potenzielle Käufer zu finden. Wir sollten diese Koordinaten überprüfen. Ich treffe sie dort. Alles klar, wir treffen uns dann dort. So, oi, ist das weit weg. Ich hole mal eben mein Auto wieder und dann, ne? Schnell reisen wir dann. Oh, es gibt was zum Scannen. Was denn? Das Kabel? Ich glaube, ich habe was gefunden. Lol. Sieht aus wie eine Leitung. Ja, Ryder, richtig nice. Schön, dass du das jetzt auch bemerkst, ne? Ist okay, Bruder, ist okay. Oh Mann. Ja, Ryder braucht man immer ein bisschen länger, ne? Wir anderen haben schon den toten Briefkasten geöffnet und die Konsole gefunden, aber er hat jetzt erstmal diese Leitung da bemerkt. Er hat halt selber auch eine lange Leitung, ne? So, wo müssen wir hin? Das ist ganz schön weit weg. Da schnell reisen wir doch einfach mal, würde ich sagen. Zack, zack. Ne, wir haben ja nicht umsonst die ganzen Planeten so weit abgearbeitet, um jetzt hier noch wieder alles abzufahren. Ne, 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 wir nutzen dann auch schön unsere hart erarbeiteten Schnellreisepunkte. Ich muss mal eben hier lang bouncen, jawoll. Und dann hier rüber. Wir gleiten dabei entspannt in die Nähe. Die Party hat ohne uns angefangen. Ja. Pathfinder, in diesem Gebiet können Ressourcen abgebaut werden. Sie können mit ihrem Abbauinterface Mineralien extrahieren. Bin dir weit voraus, Sam. Ich gehe jetzt erstmal hier rein in die Party. Hallo? Someone there? Oh, sind dabei. Hallo, wer bist du denn? Oh, Rice. Okay, Lea. Wir kommen zu spät, das ist eine Falle. Könnte es sein, dass das alles ein ausgefeilter Trick war, um sie herzulocken?
Sie meinen, es gab nie eine Fracht? Bravo. Ich wusste, dass du es irgendwann rauskriegst. Sia. Hi. Du könntest einem großen Gewinn noch nie widerstehen. Was soll ich sagen? Ich bin eben gierig. Deshalb hast du auch keine Freunde. Du bist egoistisch. Das ist nicht wahr. Ich werde jetzt ein bisschen weitneiden, ja? Das ist nicht wahr. Reyes ist ein besserer Mann, als sie glauben. Oh, Schätzchen. Sie haben ja keine Ahnung, wie sehr sie sich irren. Aber das kommt noch. Lass ihn da raus. Du scheinst ihn wirklich zu mögen, Reyes. Schluss mit der Scheiße. Worum geht's hier? Du hast ja alle guten Jobs in Kadera geschnappt. Und das hat nicht nur meine Aufmerksamkeit erregt. Und jetzt hat die örtliche Schmugglergewerkschaft beschlossen, mich auszuschalten. So ungefähr. Ach, Scheiße. Angriff. Na, dann wollen wir mal. Das kann ja für mich jetzt nichts Schöneres geben, als seine Ex-Frau umzubringen, oder? So als aus der Lava-Sicht jetzt zu sehen, weißt du? Feinde! Ich will und will! Das hat Spaß gemacht! So, Schmuggler sind besiegt. 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 Ich wusste zwar, dass ich nicht beliebt bin, aber ich hätte nie gedacht, dass die anderen Schmuggler sich gegen mich zusammentun. Das ist irgendwie schmeichelhaft. Sie könnten immer noch in Gefahr sein. Sie könnten es nochmal versuchen. Machen Sie sich Sorgen um mich? Reyes. Nur die Ruhe. Ich weiß jetzt, dass Sie kommen. Sie können mich nicht mehr überraschen. Ach, so viel Aufwand. Und es springt kein einziger Credit dabei raus. Das würde ich jetzt nicht sagen. Es geht nicht immer nur um Credits. Das stimmt. Was Sie da vorhin gesagt haben, dass ich ein besserer Mann bin. Danke. Gern geschehen. Ich sollte hier mal aufräumen. Sia war ein Miststück, aber es wäre falsch, Sia einfach liegen zu lassen. Alles klar, man sieht sich dann, ne? Überreste. Wir gucken uns das kurz nochmal hier um, dann moven wir weiter. Wir sind wohl ganz nah an der nächsten Base für die Menschen, so wie sich das jetzt darstellt. Wir haben, glaube ich, jetzt alles erfüllt. Okay, was zum Scannen? Okay, noch was zum Scannen? Was denn noch? Was denn noch? Was denn noch? Keine Ahnung. Irgendwas ist hier angeblich noch scannbar. Ich finde aber wieder nichts mehr. Na, dann ist das so. Judy, ab geht's. Abfahrt! So, wie geht's denn jetzt weiter? Journal. Also, mit Gil im Maschinenraum der Tempest sprechen, die Jagd auf den Anchor. Das will ich ja gar nicht. Ich möchte hier Kadera nach Hinweisen darauf suchen, dass ich Cat auftauchen. Besiedlung von Kadera. Zur Tempest zurückkehren. Kietis mit den Cat auf Kadera helfen. Das auch noch. Es hört nicht auf, ne? Hinter den feindlichen Nieten nach Hinweisen suchen, um sich Cat auf Kadera befinden. Na, dann mal los. Mal sehen, ob und wo wir da irgendwelche Hinweise finden. Sehr weit weg auf jeden Fall. Wo müssen wir hin? Oh Gott. Das ist da hinten in der Ecke. Da kommen wir, glaube ich, am einfachsten tatsächlich hin, wenn wir von hier aus dem Weg folgen. Oder? Ne, das ist, glaube ich, sogar noch näher dran. Aber da müssen wir hochfahren und hier müssen wir runterfahren. Und runterfahren ist immer einfacher. Also gehen wir einfach hier hin. Oder suchen wir mal nach Hinweisen. So, ich muss mal kurz auf mein Handy gucken. Gerade so ein eBay-Kleinanzeigen-Ding drin. Viele erhöhte Positionen. Ich läuft noch ständig mit einem Hinterhalt. Ja, das ist hier auf dem Planeten so, ne? Und wir machen so einen richtigen Cutter. Wir gehen über den Hügel und diven dann da runter. Das wird episch werden, glaubt mir. Los geht's. Und runter. Jawohl. Guckt euch das an.
Und hier machen wir gleich einen kleinen Lupf. Achtung, über diesen kleinen Hügel hier. Und ich sag's euch. Schwefelquellen. Und schon sind wir da. Wenn das so weitergeht, gehen uns irgendwann die Shuttles aus. Gibt es Überlebende? Wir gucken mal. Da liegt auf jeden Fall einer rum. Hallo, entschuldigen Sie. Wer ist da? Ach, die Kamera läuft wieder. Bist du das? Oh Mann. Nicht sprechen. Wir bringen sie in die Stadt zurück. Nein, ich kann mich nicht bewegen. Es ist zu spät. Ich will mich einfach nur ausruhen. Er wird es nicht schaffen. Können Sie mir erzählen, was passiert ist? Es waren die Cat. Sie haben uns überrascht. Sie haben alle getötet. Jon hat am längsten durchgehalten. Sie wussten nicht, dass ich noch lebe. Ich habe gesehen, wie sie unsere Waren geplündert haben. Dann sind sie aufgebrochen. In Richtung Hügel. Hügel? Was ist in den Hügeln? Haben die Cat dort eine Basis? In den Hügeln ist gar nichts. Ich weiß nicht. Wir haben nie etwas von einer Basis gehört. Sloan sagt, auf Kedara gäbe es keine Cat mehr. Aber Sie haben ja gerade gesagt, Sie haben Cat gesehen, ne? Was haben Ihnen die Cat gestohlen? Ich weiß es nicht. Vorräte, Waffen, erbeutete Schiffsteile. Ruhen Sie sich lieber aus. Sie können sich jetzt ausruhen. Danke. Ich wünschte... Katis, hier ist Ryder. Ihre Kettgerüchte stimmen. Wir sind gerade auf eine Karawane gestoßen, die Sie angegriffen haben. Verdammt! Ich hatte wirklich gedacht, wir hätten alle erwischt. Einer der Verwundeten sagte, sie wären Richtung Hügel gezogen. Ich werde das überprüfen. Ich helfe bei der Suche. Hole mir nur schnell ein Shuttle. Alles klar, nach Spuren der Cat suchen. Hügel, ist ja gleich da vorne. In die Hügel gezogen, naja. Also hier sehe ich auf jeden Fall eine Leiche. Okay, ich habe keine Ahnung, was hier passiert. Was soll ich tun, Leute? Was soll ich tun? Hier liegt eine Leiche rum. Ach, das sind die Spuren. Noch einmal wieder. Cat-Spuren. Sie führen in diese Hügel. Okay, let's go. Und folgen wir den Spuren in Richtung Hügel. Ich will das Ding rammen. Bam. Okay, jetzt hat es überlebt. Aber ist egal. Lass mich rammen. Wir kommen durch! Noch mehr Spuren? Da. Cat-Spuren. Wir sind auf dem richtigen Weg. Okay. Weiter! Komm, warte. Pathfinder, in diesem Gebiet können Ressourcen abgebaut werden. Naja, schon erledigt, Sie alles gut. Mit ihrem Abbauinterface Mineralien extrahieren. Noch mehr Spuren. Jetzt kann es nicht mehr weit sein. Eine Höhle. Sehen Sie die Höhle? Ein guter Platz für ein Versteck. Ich wette, die Cats sind da drin. Katis, ich glaube, ich habe was gefunden. Schicke jetzt den Nav-Punkt. Wir gehen da jetzt rein und gucken. Und, ist es eine Cat-Basis? Was meint ihr? Sind wir ein klein wenig ungeduldig? Oh, Sloan, sie hätte ich hier nicht erwartet. Sie wollte kein Nein als Antwort akzeptieren. Ich lasse meine Kämpfe nicht von anderen austragen. Und schon gar nicht von einem Schoßhund der Initiative. Oh, jetzt bin ich jetzt ein Schoßhündchen. Sie hatten kein Problem damit, dass dieser Schoßhund Informationen für Sie aufspürt.
Weil Hunde genau das machen. Sie verfolgen Fährten. Schnüffeln. Das reicht jetzt. Bringen wir es hinter uns. Du bist so ein Griesgram, wenn du dir Sorgen machst. Jede Sekunde, die du nicht im Hafen bist, ist eine Gelegenheit für das Kollektiv. Der Pathfinder und ich kriegen das auch. Was war das? Sie wissen, dass wir hier sind. Machen Sie sich bereit. Okay. Let's go. Ein paar Kettklapp machen. Bereithalten. Ha! Wie erbärmlich! Was denn? Ist noch nichts passiert, Leute? Wie erbärmlich! Ja, ich bin immer vorsichtig, keine Sorge. Oh. Okay, damit habe ich nicht gerechnet. So, die Cats sind platt. Das war's? Kein Gespräch, kein gar nichts? Von wegen, ja, nice, war nett mit euch. Gehst du jetzt einfach weg? Das war's? Hey, hey, Frau Kelly, kann ich mit Ihnen reden? Dankeschön. Okay, dann lassen wir mal die Leichen verschwinden. Verschwinden? Verwischen Sie Ihre Spuren? Gute Idee. Es braucht ja schließlich keiner zu wissen, dass sich Cat direkt vor Ihrer Nase versteckt hatten. Richtig. Und ich weiß Ihre Diskretion zu schätzen. Ich lasse Ihre Bezahlung an die Tempest schicken. Dankeschön. Weitermachen, Leute. Da rufen Sie davon. Bevor wir abhauen, kurz einmal die Basis hier angucken, ob es hier noch was zu looten gibt. Und dann sind wir auch mit den Cat durch. Und das bedeutet, wir sind dann jetzt so weit, dass wir nächste Folge unsere Menschenbasis endlich starten können hier. Dann ist es soweit. Zack. Wird auch Zeit. Wir haben genug gearbeitet, wir haben es jetzt auch echt verdient, würde ich sagen. Was mir gerade noch einfällt, was noch fehlt, ich hatte ja noch die Frage, ob es noch einen weiteren Planeten gibt. Und mir ist eingefallen, während ich so darüber nachdachte, wir haben die Kroganer noch gar nicht gefunden. Die sind ja auch noch irgendwo. Vielleicht gibt es noch einen Kroganer-Planet. Das würde mich sehr erfreuen. Hätte ich Bock drauf. So. Lithium. Okidoki. Ich glaube, wir sind so weit durch. Dann können wir diesen Behälter noch öffnen. Und da ist auch noch einer. Okay. Ey, Ryder, bleib mal hier nicht hängen, ne? Gut, dann raus hier. So schön finde ich es dann hier drin auch nicht, ne? Wir können jetzt auch wirklich mal gehen, du. Es ist jetzt genug. Hatten wir das gelootet? Ja, ne? Ja. Okay. Tja, haben sich die Kette dann doch die ganze Zeit hier versteckt. Aber man war ganz froh, dass eigentlich keine da waren. Ich fand das sehr angenehm, mal keine Kette zu haben. Aber ein paar Kettreste sind dann doch überall zu finden. Können wir auch noch reden? Ne, ne? Dann sind wir hier durch. Okay, tschüss. Dann müssen wir jetzt zurück auf den Nexus, ne? Check noch eben, hat sich noch irgendwas aufgetan? Nee, es sieht jetzt wirklich gut aus. Wir können zurück zur Nexus. Dafür müssen wir erstmal hier hin und von da aus kann man dann schnell reisen nach oben in die City und von da aus können wir dann zur Nexus. Ist ja fast nicht kompliziert, ne? So mittelkompliziert, so entspannt kompliziert, sagen wir mal dazu, ne? So. Keine Lust mit den unfreundlichen Kroganer zu reden, ich gehe übers Dach, okay? Jaha, ist gut. Wir wissen Bescheid. Meine Lieben, der Hornkret, ihr wisst, was das bedeutet. Wir machen dann an dieser Stelle so einen ganz kleinen gemütlichen Break. Wenn euch das Ganze gefallen oder nicht gefallen hat, lasst wie immer entsprechende Däumlein da, Kommentare und Feedback. Natürlich wie immer gerne unter Video posten und ansonsten sehen wir uns dann gerne gleich im nächsten Part wieder. Bis dahin euch ganz viel Spaß beim Zocken. Tschüss, euer Blaupunkt.